Kongresshalle Gießen. Einmal mehr bot die große Prunksitzung der GfV Tanz, Gesang und närrische Ausgelassenheit. 400 Menschen besuchten die Prunksitzung, die bis spät in die Nacht mit einem spektakulären Programm aufwarten konnte. Eröffnet hatten den Abend die Royal Trempelbumser aus Wetzlar. Intonierten die 5 Musiker und gaben auch gleich die Devise des Abends aus. In die Bütt stieg für wenige Minuten auch Prinz Jörg I., der seine Sympathie für den im Publikum sitzenden Ministerpräsidenten Volker Bouffier zum Ausdruck brachte und ein Loblied auf die Ari anstimmte. Wenn die anfange zu trocken, bleibt im Saal kein Auge trocken. Stimmenimitator Michael Birkenfeld brachte das Publikum mit Musik von Heino oder Udo Lindenberg zum Mitsingen und Mitschunkeln. Einen bejubelten Auftritt hatten außerdem die Jüngsten der GfV, die Kadetten, die als Schlümpfe verkleidet die Zuschauer rührten. In der Vergangenheit war die große Prunksitzung ein Garant für ein ausverkauftes Haus. Wie im letzten Jahr jedoch war der kleine Saal der Kongresshalle gar nicht erst bestuhlt. Ein formeller Fehler passiert, niedergeschrieben und verkündet in der Nahala zu gehen.